BMW setzt weiter auf SUV-Coupé. Nach dem X1 soll es künftig auch wieder einen X2 geben, also eine Schrägheckversion auf gleicher Plattform. Auftrag für unseren Autobildzeichner: Tarnfolie abziehen. Die Abmessungen beim X1 werden dem X2 wohl ziemlich gleichen. Bedeutet, der neue X2 wird damit gut 15 cm länger als das bisherige kompakte SUV-Coupé. Klingt erstmal gut für Passagiere und Gepäck. Allerdings wird die coupéhafte Dachlinie natürlich einen Teil davon wieder auffressen. Im Innenraum wartet das Curved-Display sowie das neueste Infotainment-System OS 8 auf uns. Beim Antrieb dürfte sich der X2 auch am X1 orientieren. Bedeutet, es wird nicht nur Verbrenner, sondern auch mindestens eine reine E-Variante geben. Als iX2 wird er wohl mit Allradantrieb und 313 PS kommen. Genau wie beim iX1 wird wohl bei 180 km/h abgeriegelt. Die Reichweite dürfte rund um 450 km laut WLTP liegen. Bleiben noch die Fragen nach Kosten und Marktstart. Schon in der Basis wird der X2 wohl nur knapp unter 50.000 Euro liegen. Der iX2 könnte in der Basis sogar die 60.000 Euro Grenze knacken. Insofern kein günstiges Vergnügen, aber das hat ja auch niemand erwartet. Ganz genau werden wir es Ende des Jahres wissen, denn dann sollten der iX2 und auch der X2 auf die Straße kommen.